Die Ausstellung Abenteuer der Vernunft ist möglicherweise das schönste Geburtstagsgeschenk, was wir Goethe machen können. Es zeigt ihn als einen Unbekannten, jedenfalls für viele Menschen. Er hat sich selber als ein Wissenschaftler begriffen und hat aus der genauen Beobachtung und Ordnung der Natur die Inspiration auch für sein dichterisches Werk geholt. Wir möchten in der Ausstellung gern zeigen, wie hat Wissenschaft zur Goethezeit funktioniert und was hat das mit uns heute noch zu tun und mit der Wissenschaft, wie sie heute arbeitet. Und das versuchen wir über Fragen zu erschließen. Zum Beispiel, was ist Leben, wie funktioniert das Licht oder wie alt ist die Erde? Wir bereiten ein erstes Mal weltweit, muss man ganz klar sagen, diese Sammlung, die herausragend ist, für die Öffentlichkeit auf. Wir zeigen 400 Objekte und die Ausstellung ist ein Musterbeispiel an Wissenschaftsvermittlung. Ich hatte nicht gewusst, dass Goethe über 20.000 Objekte hinterlassen hat, dass die alle noch in dieser Qualität da sind. Ich bin wirklich beeindruckt. Sie ist auch sehr, sehr dicht. Also man muss sich genügend Zeit nehmen, um diese Ausstellung zu besuchen. Sie macht neugierig.